So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Goodbye Deponia. Und letztes Mal waren wir hier stehen geblieben, genau. Sorry, dass die letzten Tage keine Folge kam. Aber, man muss tun, was man tun muss, ne? Warte mal, hier ist der Kriechgang. Ich weiß gar nicht mehr, was wir hier alles und so weiter. Das heißt, man soll sich aber niemand. Kleiner Tipp. Okay, warte mal, ne. Wir können ja nur mit dem und dem tauschen. Also bringt uns das ja mal gar nichts. Was haben wir denn hier in der Kanalisation gemacht? Warte mal. So, in der Kanalisation können wir gar nichts mehr machen, ne? Im Pub ist nur die Hölle los. Ich muss gerade mal nebenbei ein bisschen was trinken, weil ich bin irgendwie so... Ich hab Hals. Kann man hier sicher mal ein bisschen anschauen, ne? Ist schon lustig. Tja. Was kann ich für dich tun? Einen Humpen Plörre bitte. Gerne. Such dir einfach einen. Okay. Ich mach's. Du trägst noch Socken. Auf dieser Fleck. Okay. Also hier passiert nichts. Ach, hier können wir ja auch noch hin, ne? Hier waren wir ja auch noch nicht weiter. Okay, dann gehen wir nochmal da rein. Ach nee, warte mal. Nee, Quatsch. Zeit für Spaziergänge. Quatsch. Wir können ja nur noch nicht in die Tür rein. Ne? Weil ich das weiß. Was soll das sein? Ein Bestechungsversuch? Verzieh dich. Was soll das sein? Mein Verzieh. Ich habe es nicht nötig, Beweise zu fälschen. Immerhin stehe ich ja nicht vor Gericht. Was soll das sein? Mein VIP-Pass? Verzieh dich. Nix da! Die Tür. Okay, hier können wir also auch nichts machen. Wir müssen also mit dem rechten Rufus irgendwas machen, mit dem blauen. Ich habe Janosch. Hey Janosch. Hallo Rubus. Rubus. Was hat denn der Watzke hier zu suchen? Watzke? Welcher Watzke denn? Cowboy Dodo ist doch kein Watzke. Er ist ein populärer Bobstar. Bobstar? Wir können froh sein, dass er unsere Truppe unterstützt. Er ist ein populärer Bobstar. Ich feiere Janosch. Ich feiere den Typen. Leihst du mir deinen Schraubenzieher? Na klar. Okay. Aber mach ihn bitte nicht kaputt. Wann hab ich denn jemals etwas von dir kaputt gemacht? Gerade neulich erst hast du meine Friteuse in eine Art Katzenklo verwandelt. Nur weil du eine kranke Bambaschkatze aufpäppeln und schämen wolltest. Jetzt verrat mir doch bitte mal, worin ich zukünftig meine Kroketten frittieren soll. Sorry, aber ich verstehe kein Wort. Und dann ging deinetwegen meine Badewanne in die Brüche und meine Geldbörse. Und mein Gasbrenner. Tut mir leid, ich verstehe einfach nur Bahnhof. Du weißt doch, dein Sprachfehler. Rufus ist ein Arsch. Und die Musik ist ja ganz schön laut. Irgendwie. Ganz klein. Alter, ich bin so unprofessionell gerade, aber sorry. Mal kurz Nase putzen hier, weißt du? So. Bis später. Bis später. Sei bitte vorsichtig. Vorsichtig bin ich immer. Du musst ja nicht den Helden spielen. Die Rolle ist nämlich schon vergeben. Aber falls es dich beruhigt, der Part des sympathischen Turtles wäre wieder frei. Lass dich einfach von Janosch einweisen. Der kennt die Rolle wie aus dem FF. Du meinst aus dem WW? Ich sagte Turtle, nicht Scherzkeks. Die Witze mache nämlich auch ich. Die sind ja wie Gehirn gewaschen. Hintereinander bei 40, 60 und 95 Grad. Wollt ihr mal einen richtigen Helden kennenlernen? Natürlich wollen wir. Aber Cowboy Dodo ist so unnahbar. Aber Ladies, ihr kennt mich doch. Oh mein Gott, er hat mich angesprochen. Er ist so süß, wenn er redet. Gleich werd ich ohnmächtig. Jetzt wäre noch ein Bitchfight lustig, dann haben wir alles bedient hier. Rohrpostleitung. Ach, da können wir hier Dingens, ne? Das ist ja wieder sehr interessant. Hier scheinen die Rohre mit dem Schraubenzieher, kriege ich das vielleicht auf.
Musste ja. Oh, lässt sich das schwer biegen. Ich hoffe, dann kommt bald mal was. Kam da schon was? Aua. Na toll, der Schraubenzieher ist hin. Naja, immerhin habe ich eine Rohrpostsendung erhalten. Mal gucken, was der Organ und so schreibt. An alle Dienstgrade. Vorsicht an den offenen Enden der Rohrpostleitungen. Was für Idioten. Alter, wie die geilen Akzente hinkriegen. Ohne Witz. Okay. Jetzt haben wir das da eingetütet. Hey, warte mal! Was sollte das eben, hä? Willst du dich ernsthaft mit mir anlegen? Falls du es noch nicht kapiert hast, das hier ist meine Show. Cowboy Dodo rettet die Welt. Und in Russland wird das Farbfernsehen eingeführt. Ich habe den Widerstand gegründet. Ich habe die Pläne des Organon aufgedeckt. Und ich werde auch derjenige sein, der die Welt rettet. Ha! Ich wusste es. Dir geht es vor allem um dein Ego, nicht wahr? Meinem Ego geht es darum, die Welt zu retten. Ach ja? Und warum willst du dann nicht die Kurbel bedienen? Weil... Du solltest dich langsam mal entscheiden, warum du das hier machst, Kumpel. Willst du, dass die Welt gerettet wird? Dann los! Komm wieder rein und lass mich die Welt retten. Aber wenn du das Ganze nur machst, um wie ein Held dazustehen, dann haben wir hier ein Problem. Ich habe nämlich ein gewisses Image, weißt du? Und ich lasse mir nicht von irgend so einem Hinterwäldler die Kruste von der Plörre pulen. Das werden wir ja sehen. Soll das eine Drohung sein? Schau dich doch mal an, du Hemd. Ich würde es locker mit zwei von deiner Sorte aufnehmen. Das sollten wir einfach mal überprüfen. Warte hier, nicht weggehen. Oh, Cowboy Dodo, du weißt nicht, worauf du dich einlässt. Das ist Rufus. Es ist Rufus. Wie komme ich denn hier wieder zurück? Ah, hier. Okay. Hier den Rohrpostschacht. Der schläft noch ein bisschen nach oben. Mal gucken. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Oha, das ging ja flott. Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Ihr Antrag auf medizinische Hilfeleistung angenommen wurde. Sauber. Jetzt komme ich bestimmt auf die Krankenstation. Genau, hier steht's ja. Für Verletzungen Ihrer Kategorie brauchen Sie sich nicht auf der Krankenstation zu melden. Ein Sanitäter befindet sich direkt auf dem Weg zu Ihnen. Oh. Nichts wie weg hier. Hey, Sie da! Stehen geblieben! Nein. Rufus is making an exit. Rufus is making an exit. Yeah, now. Jetzt. Oh. Jetzt kommt, glaube ich, Cowboy Dodo dran. Mal gucken, wie unser ach so heroischer Lonesome Cowboy Dodo mit dem Organon klarkommt. Bin ich mal gespannt. Und dann habe ich ihn mit einem gezielten Handkantenschlag außer Gefecht gesetzt. Wow. Ah, Rufus. Wir haben ein neues Problem. Ich musste leider unser Seil verwenden, um den Organon zu fesseln. Er tauchte plötzlich auf und ich war gezwungen, ihn zu überwältigen. Was ja nun wirklich jeder geschafft hätte. Hat er wirklich den... Sag mal, du gehörst doch zum medizinischen Personal, oder? Ich glaube nämlich, mir kommt da eine Idee. Halt mal still. Hey, das hat geklappt. Normalerweise fallen mir immer die ganzen Gläser runter. Na, ist dir etwa kalt? Verstehe. Okay. Ich zieh mich nicht um, wenn jemand zuguckt. Ich bin nicht so ein Mädchen von dieser Sorte. Raus. Dann ziehen wir uns halt hier um. Okay. Können wir jetzt... Oh, bitte, bitte, bitte lass uns mit irgendjemandem reden. Bitte! Bitte! Was? Alles cool. Wir müssen noch irgendwo... Irgendwie, irgendwann. Ah, hier.
Das hat funktioniert. Irgendwie hören die sich alle gleich an, kann das sein? Ah, Herr Doktor, endlich. Sie kommen gerade noch rechtzeitig. Ich wollte den Patienten schon beinahe aufgeben. Aufgeben? Wieso? Was fehlt ihm denn? Erst dachte ich, es sei nur eine einfache Nahrungsmittelvergiftung. Dann habe ich aber noch einen Sicherheitsscan gemacht. Es besteht kein Zweifel. Es handelt sich um einen Bandwurm. Aber Herr Doktor, mit einem Bandwurm ist nicht zu spaßen. Im Gegenteil, Sie müssen sofort operieren. Was denn ich? Natürlich Sie. Sie sind doch der Doktor, oder etwa nicht? Ja, klar. Ich bin der Doktor. Und so ein Bandwurm entferne ich doch mit links. So schwer ist das ja wohl nicht, oder? Wie Sie meinen. Ihr Kettel hängt wie immer da drüben. Ich hol schon mal das Seziermesser und die Knochensäge. Oh. Oh. So, was wollte ich noch gleich machen? Den Bandwurm rausoperieren? Ah, ja. Immerhin bin ich Chicore. Sie meinen Chirurg? Das auch. Hallo, Bandwurm. Jihihi. Oh, jihihi. Okay. Und vor allen Dingen, er ist hellwach dabei, ne? Okay. Alter. Da hab ich den kleinen Scheißer. Das war's dann wohl, oder? Wollen Sie ihn nicht wieder zusammenbauen? Och, muss das sein? Ich denke, das wäre zum Vorteil des Patienten. Meinetwegen. Aha. Oh. Aha. Stimmt doch. Okay, ihm geht's wieder gut. Was ist das hier? Noch so ein Organ. Herz. Nee. Au. Moment. Magen, Darm, Darm? Oh. Ja, ist ja gut. Mach schrei nicht so rum. Gott, oh Gott. Nee. Ah, okay, das kommt hier hin. Herz, Lunge. Ihr seid Alter, komm mal klar. Oh, okay. Ah, Hilfe. Vielleicht ist der Magen? Ja. Wie auch das Blut spritzt, um Gottes Willen. Ihr seid euch sicher, dass das richtig ist, ja? Oh Gott. Tja, das kommt davon. Alter, das ist doch alles nicht richtig. Moment, da ist doch der Bandwurm drin. Was für ein Glück für seinen als Kiel des verkleideten Klon, dass Rufus auch ein begnadeter Chirurg ist. Triviale medizinische Eingriffe, wie das Entfernen eines Bandwurms, könnte er auch mit verbundenen Augen durchführen. Schwieriger ist da schon der anschließende Wiedereinbau der Organe per Drag and Drop. Da hilft es zu wissen, dass sich Organe am Mauszeiger mit Rechtsklick drehen lassen.
Ja. Das sieht alles in allem ziemlich falsch aus. Deswegen nehme ich das hier alles nochmal raus. Ein Herz, ne? Müsste doch... Ist ein Herz unter der Lunge? Ich weiß es nicht. Ja, ja. Ist das da richtig? Ich glaube nicht. Das scheint da ja richtig zu sein. Oh, das ist so... Oh, das ist so fies. Das ist so fies. Das ist so richtig. Es muss ja... Ach, halt die Fresse. Das ist ein Magen. Der müsste ja theoretisch... Der Magen müsste... Oh. Der Magen... Ja... Noch so ein Organ, noch so ein Organ. Ich muss mal gucken. Komm mal gerade ein bisschen klar auf dein Leben. Ja, ja. Momentchen. Wie es einfach mal brutal ist. Die Geräusche. Alter. Okay. Sorry, aber... Ja, tut mir leid. So. Und wo gehört das letzte Teil hin? Ach, ist ja auch wurscht. Wird schon nicht so wichtig sein. Fertig. Zumachen. Sicher? Na, das hat doch geklappt wie am Schmierchen. Findest du nicht auch? Mir ist speiübel. Ach, dass aber auch das Gejammer nicht aufhört. Immerhin habe ich dir soeben das Leben gerettet. Und ein Andenken habe ich auch noch ergattert. Hier. Was ist das denn für eine Abnormität? Na, dein eigener Bandwurm. Was denn sonst? Du solltest schon ein bisschen besser aufpassen, was du so in dich reinstopfst. Na, ein andermal. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Ich habe die Rebellen gefunden und brauche deine Hilfe. Komm mit. Cletus folgt mir wirklich? Wirklich? Warum? Verstehe ich nicht. Wir machen jetzt Cowboy Dodo platt, würde ich mal sagen. Aber erst in der nächsten Folge. Haha, haha, vor der Cliffhanger. Haha. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut, auf Wiedersehen und ciao.